Seit 31 Kämpfen ist sie ungeschlagen. Marie Lang, die 12-fache Kickbox-Weltmeisterin, weiß sich im Ring gegen ihre Gegnerinnen durchzusetzen und hat bisher all ihre Kämpfe gewonnen. Doch trotz ihres schweißtreibenden Jobs ist ihr gutes Aussehen wichtig. Und das nicht nur abseits des Rings, sondern auch bei ihren Kämpfen. Aber gerade dort ist klassisches Make-up ungünstig für die erfolgreiche Sportlerin. Stattdessen setzt Marie auf gesprühten Selbstbräuner, sogenanntes Tanning. Auf der Düsseldorfer Kosmetikmesse Beauty spricht sie über ihre Erfahrungen mit der künstlichen Bräune. Also bei den Kämpfen ist es natürlich wichtig, dass ich meine Leistung bringe, aber so ein bisschen eitel bin ich schon. Und gerade wenn halt das Fernsehen dabei ist, die Scheinwerfer auf mich gerichtet sind, will ich natürlich trotzdem gut aussehen und das gehört halt irgendwie auch dazu. Auf der Beauty geht es aber nicht nur um äußere Schönheit. Aktuell stark nachgefragt sind Faszienbehandlungen. Und auch wenn es für Außenstehende auf den ersten Blick nicht ganz so entspannend aussieht, diese Art der Behandlung soll den Körper tief im Inneren lockern. Das ist eine Mischung aus sanft und abholend, sodass ein Körper, der behandelt wird, sich total entspannen kann. Und gleichzeitig geht es in die Tiefe, ohne den Wohlfühlschmerz zu übergehen. Zu uns kommen viele Sportlerinnen und Sportler. Es kommen Menschen, die mit ihrem Körper arbeiten. Einfach, weil sie sich gelöst und locker fühlen wollen, wohlmöglich möglichst bis ins hohe Alter. Die Kickbox-Karriere wird bei Marie Lang hingegen nicht bis ins hohe Alter gehen. Meist endet die aktive Karriere der Profisportler vor dem 40. Lebensjahr. Für die Kickboxerin ist Aufgeben aktuell aber kein Thema. Im Gegenteil. Denn schon im Sommer möchte sie ihren Weltmeistertitel erneut verteidigen.